Servus und heute beim Holzbastler. Heute macht man für den Exzenterschleifer einen Absaugadapter und dann geht's auch gleich los. So, wir haben jetzt hier ein FreeCAD, dann nehmen wir gleich mal einen Kreis. Da macht man einen Durchmesser 29 mm. So, dann tun wir schon mal die Skizze schließen. So, dann haben wir jetzt einmal den Kreis. Und dann gehen wir her auf Aufpolstern und da haben wir dann 20 mm. So, jetzt haben wir mal so einen Kreis. Dann gehen wir hinten her und da haben wir da auf, da müssen wir da hergehen und zwar auf Skizze erstellen nochmal. So, jetzt haben wir hinten vom Körper und da haben wir jetzt nochmal einen Kreis erstellen. Als erstes müssten wir uns die Mitte aussuchen. Da tun wir mal, gehen wir da her und dann wir uns das markieren. So, und dann brauchen wir jetzt die Mitte. Da brauchen wir jetzt einen Punkt. Ah, da haben wir, nein, da haben wir sogar schon die Mitte da. Da haben wir die Mitte. Und da gehen wir jetzt von der Mitte aus, machen wir nochmal einen Kreis. Und zwar den macht man dann 35 mm. Gehen wir wieder in den Durchmesser. 35. So. Dann tun wir wieder Skizze schließen. Und dann tun wir jetzt da wieder Aufpolsterung. Und zwar das tun wir aufpolstern 5 mm. So. Dann haben wir schon mal das da. Jetzt müssen wir noch in der Mitte ein Loch machen. Dann gehen wir da hier vorne hin, dann mal wieder eine Skizze erstellen. Und dann haben wir 220 mm, also erst braucht man wieder, gehen wir da her. Und da her, dann haben wir eh schon wieder die Mitte. Jetzt haben wir wieder einen Kreis. Gehen wir von da her. Und da haben wir einen Kreis. Den macht man wieder, Durchmesser von 220 mm. So. Und dann hätten wir eigentlich die Maße schon eingeben. Dann da mal schließen wieder. Und jetzt da mal, also man kann jetzt beides, jetzt kann man Bohrung. Aber das nehme ich nicht so gern her. Und zwar ich nehme her, ich nehme jetzt die Skizze, ich nehme immer Tasche. Weil das finde ich einfach besser. Und zwar müssen wir jetzt da, gebe ich einfach mal 30 mm ein, muss ich komplett durchschauen. Um das geht's. Also er geht jetzt 30 mm durch, aber so lang ist er das nicht, deswegen geht er komplett durch. Und sonst da er gerade 30 mm reingehen. Wenn halt das komplette Teil mehr als 30 mm war, dann ging er da jetzt gerade zum Beispiel bis daher. Also das nennt man halt dann Tasche, genau. So, soweit war man eigentlich schon fertig mit dem Absaugadapter. Und dann müssen wir eigentlich nur noch Kleinigkeiten machen, die feiner Sachen zum Beispiel, da macht man eine Phase oder eine Verrundung, ist wurscht, da macht man Verrundung, ist gescheiter. Jetzt sieht man, das ist rund, jetzt kann man aber einstellen, 1 mm, jetzt mache ich einmal 2. Ich würde sagen, so kann man es lassen, genau. Genau, 2 mm Rundung. Innen ist eigentlich egal, da braucht man jetzt keine Rundung. Dann gehen wir da noch her und machen wir da noch eine Rundung her. Oder, da machen wir eine Rundung her. Weil da machen wir auf, oder nein, da machen wir jetzt eine Phase, genau. Da machen wir mal eine Phase. Und zwar machen wir die jetzt einmal 2 mm. Genau. Dann kann man das schön aufstecken auf den Exzenterschleifer und da kommt er dann der Schlauch außen drauf. Genau. Dann können wir da noch eine hinmachen, dass es ein wenig schön ausschaut. Aber eine Rundung macht man 0,5 mm. Das darf verklangen. So nur, dass es ein bisschen besser ausschaut. Genau.
Und da hinten können wir auch noch eine hin machen, eine Rundung. Machen wir auch 0,5 mm. So. Und damit es da auch noch besser ausschaut, da auch noch. Gut, dann hätten wir jetzt das eigentlich schon soweit. Schauen wir es uns nochmal an. So, damit wir jetzt das Teil ausdrucken können, müssen wir Doppelklick gehen und einfach Datei und exportieren. Und dann kommt man einfach zu dem Speicherort, wo man es hier speichern möchte. Und dann kann man es einfach zum Slicer einfügen. Das zeige ich euch nachher noch. So, ich habe jetzt das bei Ultimaker Kuro eingefügt. Und so schaut jetzt das fertige Modell dann aus. Dann kann man einstellen 80% oder 100%. Und da noch die ganzen Sachen, das lose ich so da oben. Da werde ich jetzt entweder auf 80, jetzt schauen wir mal, wie lange das dauert. Und zwar 1 Stunde und 20 Minuten. Und bei 100% dauert es 1 Stunde und 46. Ich werde wahrscheinlich 100% nehmen, weil das ist doch stabiler. Das sind 10 Gramm. Und das sind 11 Gramm, dann mache ich das, weil es macht da doch gerade 1 Gramm aus. Und dann haben wir das jetzt leisten und dann tun wir es einfach speichern. Fertig gedruckt, es passt da sauber auf. Na, wieder runter. So, aber jetzt ist mir ein Missgeschick passiert und zwar ist es ein bisschen zu schmal geworden wie der Saugschlauch, weil da ist ja dann der Saugschlauch drauf. Ist ein bisschen zu schmal geworden. Das kann sein, dass es beim Drucken zusammengezogen hat, weil es passiert auf. Und deswegen tue ich jetzt noch ein wenig Klebeband umwickeln, dann darf das auch passen. So, so schaut jetzt das aus. Ich habe es jetzt halbwegs gescheit umgewickelt und da passt es super auf. Und der passt jetzt auch perfekt. Es geht nicht zu leicht, also es geht schon ein wenig anstrengend. Geht auch nicht runter, also ich ziehe da wirklich an, wie man sagt, ich ziehe den ganzen Exzenterschleifer. Geht nicht runter, nur wenn man ein wenig Draht und es passt jetzt soweit. Meine Fehler passieren einfach, aber ich würde sagen, passt, kann man hernehmen und kriegt man wieder runter. So passt es echt gut und dann kann man auch wieder schön aufdrehen. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben oder nach unten da und ein Abo vielleicht. Bis zum nächsten Mal, Servus.